Moin Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Montag habe ich sie da tatsächlich geschafft, den Vlog zu beginnen. Ich bin auf dem Weg zum Einkaufen. Nichts Großartiges, nur Kleinigkeiten. Was diese Woche so passiert, weiß ich noch gar nicht. Aber erstmal die Höhe zum Netto. Durchaus merkwürdige Situation. Das Wasser, was ich immer kaufe, ist ausverkauft. Es gibt nur das andere Wasser. Und nu? Ist schlecht. Ich habe gerade einen ziemlichen Anfängerfehler gemacht und zwar bin ich hungrig einkaufen gegangen. Macht man nicht, weil der schlaue Konsument weiß, der Konsument neigt dazu, gerade der Dumme, mehr zu kaufen, wenn man hungrig ist und vor allem unnötiges Zeug. Und dementsprechend bin ich sehr stolz auf mich, dass ich, obwohl ich extrem Hunger habe, weil ich heute bisher nur Sushi gegessen habe, dass ich es geschafft habe, das Ganze zu umgehen und nur die Sachen zu kaufen, die ich auch kaufen wollte. Das war sehr, sehr gut. Ich bin übrigens momentan so ein bisschen auf einer Diät. Ich versuche ein bisschen meinen Konsum runterzufahren, weil der teilweise doch extrem stark ist. Also ich esse relativ viel und das versuche ich gerade so ein bisschen zu reduzieren. Von daher mal schauen, wie das die nächsten Wochen so funktioniert. Ich halte euch auf dem Laufenden, ich habe keine Waage. Also ich müsste es im Fitnessstudio. Naja, da haben wir ja die Möglichkeit eigentlich. Da muss ich nämlich auch hin. Allerdings bin ich so ein bisschen erkältet, muss ich sagen. Ich habe so eine leichte Männergrippe, so eine ganz leichte, die sich seit 6 Wochen anbahnt, die ich nicht zulasse, die ich verschleppe, was nicht gesund ist. Kann ich euch nicht empfehlen. Also werdet lieber einmal richtig krank und seid dann wieder gesund, als 6 Wochen sich das latent vor sich hinzuschieben. Aber deswegen ist momentan Sport so ein bisschen relativ. Naja, jetzt gerade mache ich Reis. Dann gibt es gleich Chicken Süßsauer mit Reis und dann wird der Abend ausgeklungen. Und morgen geht es dann hoffentlich ins Gym und wieder zur Arbeit und vielleicht gibt es da mal Spannendes zu erzählen, weil aktuell ist halt Montag, ne? Ist nicht viel los. So, ich habe mir einen Smoothie für morgen vorbereitet, mehr oder weniger, also noch ist ja nicht gesmoothie, aber es ist Kiwi, die seht ihr da, Apfelmus ein bisschen für die Süße und für Apfel, Erdbeere, Joghurt, Milch und da ist Banane. Ja, mal sehen, wie es gleich fertig aussehen wird. Vielleicht muss ich auch Haferflocken reinmachen. Mal schauen, das kann ich auch noch nicht genau sagen, ob ich das machen werde oder nicht. Treue Zuschauer kennen übrigens die Geschichte zu diesem Smoothie Maker von WMF mit diesem Smoothie-Aufsatz. Ich würde sagen, let's go. Hat doch eine sehr, sehr schöne Farbe, oder? Normalerweise packen wir auch durchaus mal gefrorene Früchte da rein, aber heute habe ich darauf mal verzichtet und nur frisches Obst genommen. Zwei Pausen. So. Früher, wenn die sich so gemeldet haben, so. Wenn man sich so ein Auto kauft, warum in Gelb? Warum? Day in the Smoothie. Diesmal mit gefrorenen Früchten anstelle von Erdbeeren. Die hat nämlich jemand aufgegessen. Und dazu Kiwi, Apfelmus. Ihr habt das Entsetzen gehört. Ihr habt das Entsetzen gerade gehört. Natürlich haben wir die zusammen aufgesessen. Das kommt natürlich nicht da rein, nebenbei merkt. Abend gibt es Wurstburger. Gemüsepuffer aus Rote Beete. So sieht das dann aus. Ein sehr schönes Abendessen. Unsere Pommes sind nur in der Fritteuse. Bonti. Mittwoch ist Hacktag, heute ist Mittwoch. Nichts mehr zu sagen. Let's go! Woo! Moin Moin, ich war gerade jemand, der ich nie sein wollte. Und zwar bin ich auf dem Weg zur Arbeit und musste an meiner Autobahnausfahrt runter und hatte nicht kommen sehen, dass da so viel Verkehr ist. Also eigentlich läuft heute Morgen alles relativ flüssig, aber die Ausfahrt ist irgendwie trotzdem verstopft und das um 7 Uhr. Und ja, die Ausfahrt war ja komplett voll und das wusste ich nicht. Und dementsprechend bin ich quasi am Ende vorbeigefahren, weil ich natürlich auch nicht darauf kacheln wollte, weil ich mich auch noch nicht auf den rechten Streifen eingefädelt hatte. Bin dann aber auf den rechten Streifen und habe mich, weil die da gerade losgefahren sind, irgendwie noch in diese Masse reingeschlichen. Ich hasse Menschen, die das tun. Ich musste es gerade aus Verzweiflung selber tun, weil sonst ich weiß gar nicht, wo die nächste Abfahrt ist und wie ich dann zur Arbeit komme. Fühle mich aber trotzdem nicht gut dabei. Wollte ich nur mal mitgeteilt haben. Macht sowas nicht, ist absoluter Quatsch und ich schäme mich dafür und scheint über mein Haupt gerade in dieser Situation. Die Folge ist übrigens bisher sehr gut. Auch wenn ich erst bei 26 Minuten bin. So selten dämlich. Ich habe mein Video von letzter Woche kommentiert, den 96 Karrieremodus. Von letzter Woche. Das heißt nicht das aktuelle Video, sondern das, was ich nur hochgeladen habe. Was nicht so optimal ist.
weil ich deswegen 20 Minuten verschwendet habe und weil ich das schon wusste. Also ich habe es nicht gewusst. Ich habe es danach gemerkt, aber trotzdem. Ich hatte ein komisches Gefühl, das meine ich damit. Das ist echt dumm. Und zur Selbstgeißelung gehe ich jetzt genau das machen, zu was ich mich gerade selber gemacht habe. Und zwar gehe ich jetzt kaufen. Ah! Das Obst der Woche. Meal Prep für den morgigen Tag ist erfolgreich fertig geworden, aufgrund der Hilfe meiner Lieblingsperson im Leben, die mir gesagt hat, benutzt den Reis. Und dazu haben wir another day, another smoothie, heute mit Kakao. Mir wurde gesagt, das wird nicht funktionieren und nicht gut schmecken, aber ich möchte es ausprobieren. Banane, Kiwi, wieder Apfelmus, richtige Erdbeeren und Wasser diesmal mit Joghurt und Kakao. Ja, läuft. Sieht aus wie ein Kakao in Smoothie-Form. Irgendwie geil. Die Dinosaurier sind übrigens ausgestorben, wie wir hier sehen können. Pep Guardiola ist zum Manager der Saison in England gewählt worden und das in meinen Augen auch völlig zu Recht. Ich werde später im Video nochmal erklären, warum ich die Diskrepanz zwischen Liverpool und City und den finanziellen Möglichkeiten zum Beispiel nicht ganz so groß sehe, beziehungsweise warum ich den Hate momentan gegen Guardiola so nervig finde. Und den Hype um Liverpool gleichzeitig auch. Aber dazu später mehr. Es soll doch kein Liverpool-Hate sein, es soll nur ein City-Verteidigen sein im Endeffekt. Kommt wie gesagt ein bisschen später. Jetzt ist gerade Mittwochabend. Morgen ist ein neuer Arbeitstag, neues Game-Thema. Ich habe Meal Prep gemacht, ich habe alles gemacht, was man so machen muss. Und habe mal wieder meine größte Angst gerade kennengelernt. Und die werde ich euch morgen einmal genau näher bringen. Aber jetzt gehe ich erstmal schlafen. Und nochmal darüber schlafen, wie ich das vermittle. Einen wunderschönen Donnerstag. Gemischtes Hack. Highlight eigentlich, aber heute eher ein Downlight, ein Lowlight. Denn wir haben ein Thema gehabt, was ich persönlich nicht gut fand, und zwar Drogen. Ich bin ja kein Fan vom Thema Drogen allgemein. Ich habe noch nie gekifft. Ich werde es auch nie tun. Ich werde auch keine anderen Drogen ausprobieren. Ich bin gegen Drogen aller Art. Und das Alkohol eine gesellschaftlich sehr tolerierte und anerkannte Droge ist, in Anführungsstrichen. Das mag stimmen, das ist auch verwerflich in gewisser Weise. Andererseits ist es halt ein Genussmittel. Klar, dass auch Aggressionen hervorheben kann, aber deswegen wird ja immer zu verantwortungsbewusstem Konsum von Alkohol aufgerufen. Ich bin auch kein Fan von Alkohol grundsätzlich. Ich trinke ihn, klar, aber ich brauche ihn nicht. Und ich finde, auch wenn es natürlich viele Argumente gibt, dass natürlich, wem würdest du lieber begegnen, einem Kiffer oder einem Alkoholiker oder einem Alkoholisierten? Ja klar, sehe ich schon, verstehe ich schon. Und klar, es gibt Argumente, warum Cannabis nicht schlimm ist und warum man Kiffen legalisieren sollte, aber sind für mich irrelevant. Ich bin trotzdem gegen jegliche Art von Drogen und gegen jegliche Legalisierung, und dass die das in Anführungsstrichen so easy peasy dargestellt haben, bin ich halt kein Fan von. Und vor allem, wenn man auch sagt, alle Drogen legalisieren, ich konnte ja den Punkt verstehen, wirtschaftlich gesehen und auch so, ja, einfach freiheitstechnisch gesehen, aber andererseits, man, Drogen sind einfach gefährlich und Drogen sind unnötig und kein Mensch braucht Drogen. Das, nee. Also man kann natürlich Kaffee und Marihuana, beziehungsweise Nikotin oder Alkohol und Marihuana im Vergleich, klar, aber man, Alter, Crystal Meth und Kokain müssen einfach nicht legalisiert werden. Ist einfach meine Meinung. Deswegen war das für mich eher ein Lowlight. Der Rest der Folge war ganz gut, aber ja, ich stelle immer eine Sache heraus und in dem Fall war es diese Sache. Und dementsprechend, ja, sage ich das jetzt einfach mal so. Ich habe dazu ein neues Hörbuch angefangen, und zwar Lazarus von Lars Kepler. Das ist ja mein Lieblingsautorenduo, habe ich mehrfach schon erwähnt, die die Jona Linder Bücher geschrieben haben. Und ich habe keine Zeit, Lazarus zu lesen. Das ist der siebte Teil. Und habe nämlich heute entschlossen, weil ich keine Podcasts mehr habe, weil ich alle Folgen Gemischtes Hack durchgehört habe, habe ich beschlossen, dieses Hörbuch anzufangen. Und es gibt einen neuen Vorleser, einen anderen Vorleser. Und ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, ob ihr das kennt, wenn ihr irgendeine Hörbuchreihe hört und es gibt plötzlich einen neuen Vorleser. Ist schon schwierig. Ist schon echt schwierig, sich daran zu gewöhnen. Aber die Story hat mich direkt so gecatcht, dass ich mich nach gerade mal 12 Minuten oder sowas schon komplett der Stimme gewöhnt habe. So leicht ist es dann manchmal doch, das Gehirn des Menschen zu manipulieren. Einfach nur mit guter Story. Und Lars Kepler macht immer gute Storys. Ja, am Freitagmorgen, und ich bin gerade das erste Mal, seit ich hier arbeite, komplett ohne jeglichen Stress und ohne jeglichen Verkehr über die Fahrenwälder gekommen. Was ziemlich beeindruckend ist. Wir haben es zugegebenermaßen bereits 8.30 Uhr. Das liegt daran, dass ich Stunden
einfach über habe, weil ich jeden Tag ein bisschen zu lange gearbeitet habe diese Woche. Dementsprechend spät kommen kann und früh gehen kann am Freitag, was ganz geil ist. Andererseits, ich konnte leider Gottes nicht ausschlafen, so wirklich, weil ich ab 6 die ganze Zeit alle 10 Minuten wach war. Biorhythmus halt, kann man nichts machen. Jetzt geht's immer zur Arbeit, hast du immer noch die letzten Stunden und dann ist Weekend. Ich finde es richtig gut. Ich kenne das ja aus England extrem und Frankreich gab es das auch in Deutschland. Ich weiß nicht, wie lange es das hier gibt und es gibt es ja nicht überall, aber diese Self-Checkouts, ja, die gibt es ja in England in jedem Supermarkt, dass man einfach alles selber machen kann. Im Endeffekt, klar, man Assistenten daneben stehen. Das war in Frankreich auch so, der halt im Notfall hilft bzw. absegnen muss, so alterstechnisch, wenn man Sachen über 18 kauft, Wein jetzt in dem Fall beispielsweise. Finde ich aber richtig gut, dieses Self-Checkouts, weil es geht viel schneller, es traut sich noch nicht jeder. Dementsprechend muss man nicht so lange an der Kasse warten, weil es da nicht so überfüllt ist. Richtig, richtig gut. Props daran an den Erfinder von diesen Self-Checkouts. Und mir fiel gerade auf, andererseits kostet das natürlich auch Arbeitsplätze, oder? Ja, beziehungsweise, ja. Ich glaube, es ist immer noch genug an den normalen Kassen mit anderen Leuten, die sich das nicht zutrauen und dazu muss da ja auch zumindest einer stehen. Zwei, wenn es voll ist, von daher. Nevermind. Ich habe die Sachen gerade im Real tatsächlich für einen Geburtstag gekauft, auf den wir jetzt gehen. Deswegen ist auch heute Friday schick. Auch wenn ich ja, nach dem Freitag immer relativ kaputt bin, aber heute bin ich ja Gott sei Dank spät aufgestanden. Ein Kollege von mir, also ein Arbeitskollege, hat heute Kekse gebacken. Cookies. Die liegen hier noch rum, weil sie nicht gegessen werden, aber ich liebe Cookies, habe ich heute wieder festgestellt. Zumindest selbstgemachte und so große. Normal bin ich kein Keks-Fan großartig, aber das war echt nice. Das war richtig gut. Und auch seine ganze Family sitzen lassen. Der war nämlich nach 23 Tagen Durcharbeiten endlich mal wieder mit denen verabredet. Wir haben Sonntag, es ist extrem warm, 28 Grad, sagt mein Auto. Ich habe nicht gefilmt den ganzen Tag, das liegt daran, also den ganzen Samstag, das liegt daran, dass wir einfach nichts gemacht haben, schlicht und ergreifend. Ich fahre jetzt zu meinen Eltern, die haben mich zum Grillen eingeladen, uns zum Grillen eingeladen, aber meine Freundin muss leider Gottes lernen für die Uni, deswegen kann die nicht mitkommen. Uni ist schon so eine Sache, ne? Ich habe das natürlich ohne jegliches Lernen gemacht, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, aber normale Menschen oder in einer richtigen Uni halt nicht bei diesem Top-Up-Studium in England. Ja, da muss man schon echt viel büffeln mit den ganzen Klausuren. Respektiere ich jeden, der das gut hinbekommt. Ja, zum Fußball gibt es später nochmal ein Feedback. Eigentlich endet ja heute der Vlog. Das wird auch passieren, aber macht euch keine Sorgen, dass der ein bisschen kürzer ist als die letzten. Dafür gibt es ja ein zweites Video, was ich demnächst hochladen werde, mit dem Rückblick auf die ganze Bundesliga-Saison. Na, also wo wir nochmal alles Revue passieren lassen, beziehungsweise vor allem darüber reden, wie sie 96 in der zweiten Liga machen wird. Es gab so ein paar Sachen, oder es gibt so ein paar Sachen. City hat gestern den FA Cup gewonnen. Das freut mich natürlich sehr als City-Sympathisant, als City-Fan. Guardiola wird natürlich wieder kritisiert, weil er ach so viel Geld ausgegeben hat dafür und nicht im Champions-League-Finale steht. Ich wette, wenn Liverpool die drei Sachen geholt hätte und nicht im, und City im Champions-League-Finale stehen würde, würde es diese Debatte nicht geben. Zumal Liverpool halt auch viel Geld ausgeben hat. Aber das ist ein leidiges Thema. Dazu haben wir noch Kompany, der seine Karriere so mehr oder weniger beendet. Also eine richtig, richtig heftige. Und zu Anderlecht geht als Spielertrainer. Finde ich sehr sympathisch. Gönne ich ihm. Ist ja mein Lieblingsspieler bei City gewesen. Muss ich mir halt einen neuen suchen. Und er hat diese Saison natürlich nochmal viel zum Meisterschaft beigetragen mit seinem Tor gegen Leicester. Ja, für den Moment war es das. Ihr werdet die Schildkröten wie immer sehen. Und ich fahre erstmal zu meinen Eltern. Und dann sehen wir uns da oder später. Mal sehen, worüber ich hier noch in dem Vlog jetzt reden werde. Aber man kann erahnen, was noch passiert. Alaba. Ausnahmsweise mal beide auf einem Haufen da. Aber da sieht man mal den größten technischen Unterschied. Wenn man die beiden Panzer so betrachtet. Der eine ist einfach doppelt so groß wie der andere. Naja. Schönen guten Morgen, es ist Montag, what better time for a traffic jam? Ich stehe im Stau auf der A7, ich habe gerade schon mal so ein bisschen nachgeguckt, gab wohl einen schweren Unfall, was natürlich nicht geil ist, was natürlich nicht schön ist, brauche ich in doppelter Hinsicht nicht am Montagmorgen. Ich hoffe, das ist nichts, was man irgendwie großartig sieht auf der Autobahn.
Es gab nicht mehr sonderlich viel zu erzählen. Ihr habt gesehen, ich war wie gesagt bei meinen Eltern. Danach habe ich noch ein bisschen Weekend-League gespielt. Es war ein sehr entspannter Sonntag eigentlich. Von daher beende ich jetzt an dieser Stelle, würde ich sagen, einfach den Vlog. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, es kommen unter der Woche mindestens ein bis zwei Videos zur Bundesliga nochmal resümierend. Und dann sehen wir uns, würde ich sagen, da wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, seid vorsichtig, wenn ihr es noch vorhabt oder morgen wieder müsst. Und dann sehen wir uns. Macht's gut und ciao.